Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels in der dritten Liga gegen den VfR Aalen begrüßen. 2704 Zuschauer in der Duisburger Schau ins Land Reisen Arena sahen den 2:0 Heimerfolg unseres KFC am heutigen Samstagnachmittag. Bevor wir zu den Stimmen der Trainer kommen, hier noch die Endergebnisse von den anderen Plätzen. Zwickau und Meppen trennen sich 1:1. Fortuna Köln und die Würzburger Kickers trennen sich 0:0. Kaisers Jena unterliegt der Spielvereinigung Unterhaching mit 4:5. Der VfL Osnabrück schlägt in die Cottbus 3:1. Und der Hallesche FC gewinnt gegen Sonnenhof Groß-Asbach 2:0. Bei mir jetzt die beiden Trainer, die in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Agirios Giannikis, zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Giannikis, ich darf Sie dann zunächst in Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, guten Tag zusammen. Glückwunsch an den KFC Uerdingen zum Sieg. Ja, wir kamen, denke ich, in ein gutes Spiel rein, haben das Pech, dass mit dem ersten Torschuss des Gegners der Ball auch drin war und wir zurückliegen. Aber was danach passiert ist, denke ich, haben wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben eine gute Ballkontrolle, eine gute Ballzirkulation gehabt. Wir haben zwei bis drei hundertprozentige Torchancen, wo wir es 1:1 machen und 2:1 machen können, vielleicht sogar müssen. Ja, haben zwei, drei kleine Chancen zugelassen, was normal ist im Auswärtsspiel, dass das Uerdingen auch zu kleinen Torchancen kommt. Aber ich denke, wir haben da eine sehr, sehr gute erste Halbzeit für ein Auswärtsspiel getätigt, wo wir eine gute Kontrolle hatten. Ja, nach der Halbzeit kriegen wir es 2:0 und dann ist es auch ein Stück weit normal, dass der Gegner noch mehr Auftrieb kriegt, dass wir Glück hatten, das 3:0 zu kriegen, dass meine Mannschaft dann auch mental das erstmal verarbeiten muss, wenn du solche Chancen erstmal zulässt im Auswärtsspiel. Und das seit Wochen, das sind halt Prozesse, die dann immer wieder ablaufen. Das ist normal, haben wir immer wieder probiert, nach vorne zu spielen, haben dann die Sauberkeit nicht gehabt, und so verlierst du das Spiel. Danke. Vielen Dank, Herr Giannikis. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer und seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, von mir auch. Hallo alle zusammen. Will ich es machen? Ja, passt. Wir sind relativ, oder wir haben relativ viel Risiko genommen. Von Anfang an wussten wir, dass Aalen eine gute Umschaltmannschaft ist. Wir haben trotzdem auf den zweiten Sechser verzichtet, weil wir einfach in den offensiven Abläufen uns die ganze Woche im 4-3-3 vorbereitet haben. Das lief gut ab im Training. Also haben wir auch das trotz des Risikos und trotz der Konterstärke des Gegners haben wir das bewusst auch teilweise in Kauf genommen, weil wir einfach mehr Torchancen kreieren wollten wie die letzten Wochen. Das ist uns auch, denke ich, über die ganzen 90 Minuten gut gelungen. Natürlich hatten wir nach der frühen Führung in der 7. Minute Glück, dass der Ball nicht reingeht. Auf der anderen Seite ist es eben so, wir haben eine sehr, sehr erfahrene Viererkette, allerdings nicht unbedingt jetzt alles Sprinter. Und so kommst du halt, wenn du weit weg vom Tor verteidigst und die Lücken nicht immer im Gegenpressing geschlossen bekommst, nimmst du halt das Risiko, dass du auch mal in den Konter läufst. Aber das haben wir bewusst getragen. Und haben dann allerdings im Zentrum in der zweiten Halbzeit, oder eigentlich schon ab der 30. Minute, als wir den zweiten Sechser installiert haben, wurde es wesentlich ruhiger, wesentlich souveräner, wesentlich strukturierter. Und nach dem 2:0, der einzige Vorwurf, den ich der Mannschaft machen kann, ist, dass wir teilweise fahrlässig mit unseren großen Chancen umgegangen sind. Also wir hätten das Spiel wesentlich früher, wesentlich klarer entscheiden müssen. Und so ist es eben, dass wenn, sagen wir mal, in der 2-3-84. aus dem Nichts das 2:1 fällt, dann kann so ein Spiel auch nochmal scharf werden. Das ist das, was mich in der zweiten Halbzeit so ein bisschen genervt hat, dass wir das Spiel eben nicht früher klar gemacht haben. Ansonsten fand ich es offensiv heute, ähnlich wie es die ganze Woche im Training schon war, in den Abläufen extrem gut, teilweise sehr gute Kombinationen, teilweise sehr gute Bewegungen zwischen den Linien und im letzten Drittel. Das, wo es so ein bisschen bei uns gehakt hat in den letzten Wochen, fand ich heute teilweise wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen glaube ich, dass wir unterm Strich das Spiel verdient gewonnen haben. Aber es war speziell in der ersten Halbzeit auch ein schweres Spiel. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Hallo. Von Tanju Öztürk, Gefahrgeldpunkt. Ja, Tanju war gelb vorbelastet und in dem schnellen oder durch das schnelle Umschaltspiel der Gäste war es schon ein Risiko, wenn wir ihn auf den Platz gelassen hätten. Also das wollte ich nicht eingehen. Weitere Fragen noch?
Ja, nein. Und Ibrahimai auch, wie sieht es da aus? Ibrahimai sieht aus wie ein Faserriss. Ja. Sonst noch Fragen an die beiden Trainer? Aber er ist jetzt noch nicht abgesichert, ne? Also, okay. Ist noch mein Gefühl und das, was die Physios mir sagen, aber er ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus gerade. Sonst noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Aalen alles Gute, einen guten Nachhauseweg, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen in 14 Tagen. Am 8. Dezember hier in Duisburg zu Gast der FC Hansa Rostock. Bis dahin, schönes Wochenende noch. Tschüss, sagt Ihr und euer KFC Uerdingen.